Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen auf dem Wüstenplaneten hier in Ark Scorched Earth Ascended, um das einmal mit vollen Worten zu sagen. Und der Mario ist auch wieder dabei. Das halbe Video ist schon rum. Das halbe Video ist schon rum, na, ist doch super. Ja, wir sind hier wieder unterwegs, schon wieder Sand im Getriebe und am Buchse, man kennt das ja. Mhm. Und beim letzten Mal sind ja Dinge passiert. Ja, ganz, ganz viele fiese Dinge. Irgendwie sind ja in der letzten, was ja auch die erste Aufnahmesession hier auf SE war, gleich zwei Tiere gestorben, unser Raptor und der Skorpion. Das war nur wirklich ein kurzes Vergnügen, was wir hatten. Ja, schon. Also der Skorpion, das war jetzt nicht so schade. Der Raptor, da vorne ist schon wieder ein Raptor. Hallo. Ja, das mit dem Raptor war wirklich ein bisschen schade. Warum ist da schon wieder ein Raptor? Ich war da gerade sammeln. Ach, Mann. Das ist doch schön. Ja, der ist bestimmt nur Level 10 oder so, keine Ahnung. Ja, dann legen wir den um. Auf jeden Fall müssen wir noch so ein bisschen was an Rohstoffen sammeln. Das war ja auch beim letzten Mal schon ganz schön schwierig. Ja, oh Gott, Raptor, der ist wirklich nah. Ach so, hallo, junge Frau, ja? Kommen Sie mal her. Was denn? Haben Sie sich heute vernünftig ausgerüstet? Bogen dabei mit vernünftig vielen Pfeilen? 50. Bauen Sie mal noch mindestens 50 und nehmen Sie sich noch einen zweiten Bogen. Einen zweiten Bogen. Okay. Ja, ich war vorhin schon sammeln gewesen. Ein paar Rohstoffe. Ja, einfach vorm Haus. Ja, dann baue ich mir noch ein bisschen. Ja, wir haben jetzt übrigens die QOL Plus Mod mit drauf hier. Das ist ganz bequem. Da kann man nämlich Sachen ranpolen. Das habe ich ein bisschen vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Denn das Management im Inventar ist halt schon ein bisschen, anstrengend. Ja, wir wollen es uns ja nicht zu kompliziert machen. Nee. Also klare Empfehlung von uns für diese QOL Quality of Life Mod. Ist schon praktisch. Ist halt wie Structures Plus damals. Mhm. Und wirklich. Okay. Kann man nur empfehlen, wenn man einfach die Sachen ranpullen will. Also ja, für die richtigen Hardcore-Arkler ist das natürlich keine Option. Alle, die halt gerne komplett Vanilla spielen. Aber wir wollen es uns jetzt einfach ein bisschen bequemer machen. SE reißt uns so oder so schon den Hintern auf. Das ist in Ordnung. Ich habe jetzt 100 Pfeile. Hast du auch Dings-Pfeile mit hier? Narko-Pfeile? Schwenk-Pfeile. Nee, ja. Muss ich gleich noch machen. Warte mal. Ich muss auch irgendwie hier, wir haben ja auf dem Community-Server schon ein bisschen gespielt. Und der Stand in meinem Kopf ist halt wieder ein ganz anderer. Genau, also wir können nur empfehlen, wenn ihr Zeit habt, schaut gerne auf Twitch vorbei. Wir werden natürlich auch die Streams vom Community-Server wieder langfristig speichern. Ihr findet in der Videobeschreibung den Link zu der Playlist der ganzen Twitch-Streams. Also gerne da auch reinschauen. Wir haben ja auch einen SE-Community-Server. Da gibt es dann wieder andere Inhalte. Aber ja, verzeiht uns, dass wir dann hier ein bisschen durcheinander kommen manchmal. Wobei wir hier ja noch gefühlt komplett am Anfang sind. Ja, deswegen. Ich muss aber die ganzen Sachen hier neu lernen. Also nicht skilltechnisch, sondern hier zum Beispiel die ganzen Baupläne und sowas. Ja. Das sind übrigens zwei Raptoren. Komm mal her, Raptor. Zwei. Was ist? Ja. Wie viele Trank Darts hast du jetzt? Oh, shit. Eine Menge? Oh Gott, ich höre Kampfmusik. Ich komme mal raus. Wolltest du den betäuben oder wolltest du mit dem was anderes machen? 120, ja komm, den leg mal flach. Okay. Bin gleich da. Baue gerade. Ich hoffe, du hast richtigen Pfeile. Ja, ich habe die richtigen. Und ja, stopp ich mal. Genug. So. Ihr müsst aber eigentlich gleich. Ja, stopp doch mal kurz. Ja, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Ich hab's ja gerade schon gesagt. Das Stopp habe ich nicht verstanden. Stoppen Sie. Der rennt doch. Ah! Da liegt er doch. Oh, dann gehe ich mal noch seinem Freund da vorne besuchen. Ach, der hat noch über die Hälfte Lebenspunkte, ne? Ja, der sah schon so komplett blutig aus. Mal gucken, was er da vorne hat. So, hallo, Freundchen. Oder Fräulein oder was auch immer, keine Ahnung. Oh Gott. Durchs hohe Gemüse stapfen mit dem Raptor hier in der Nähe. Oh Gott, er guckt. Ach, er hängt fest. Oh, praktisch. Ja, weiß ja nicht, ob das praktisch ist. Was hast du denn für ein Level? 55. Nee, den bringen wir einfach so um. Ja. Für Leder. Oh Gott, er kommt. Huch, kannst du mal kurz bohlen? Ich hab keine. Wo ist er denn? Runter zum Wasser, oder? Der rennt verwirrt rum. Also, so wie wir das eigentlich immer machen. Hallo, ja, ist mit dem nicht in Ordnung. Wo ist er denn hin? Ja. Gut, der ist schwimmen gegangen. Er kommt zurück. Ja, komm mal her hier. Ja, ich hau ihm einfach mal im Wasser hier einen rein. Huch, oh Gott. Warum springst du denn runter? Ich wollte nicht. La la la. Siehst du, ist ja perfekt. Ah. Oh. Einmal abgesoffen.
Mensch, läuft ja fast höchst professionell hier heute bei uns. Ja, so wir haben heute auf jeden Fall ein bisschen Pläne. Also ich habe zumindest Pläne. Ich mache einfach mit. Ich weiß nicht, ob Anni die teilt. Das werden wir dann sehen. auf jeden Fall, ich habe ja, während ich hier noch an den anderen Servern rumgebastelt habe, nebenher so ein bisschen gefarmt hier. Also nichts Dolles. Irgendwie so ein bisschen Fiber und ein bisschen Leder und ein bisschen Sepp und so ein Kram. Und heute ist so ein bisschen der Plan. Achso, den müssen wir noch füttern. Ja, ich suche gerade Fleisch. Ich habe leider keins. Aber du hast ja jetzt gerade. Ja, Fleisch habe ich, aber Primeat wäre auch ganz cool. Ja, Primeat haben wir noch nicht. Na, aktuell oder? Nicht, nee. Haben wir noch Reste im Schrank? Nee, ich glaube, die sind inzwischen vergammelt. Ja. Das macht aber nichts, den können wir mit normalem Fleisch füttern. Ja, es ist der erste, ne? Also machen ist wir der uns zweite, um genau zu sein. Ja, korrekt. Irgendwer hat ja letztens versehentlich die halbe Hütte weggerissen. Ich weiß überhaupt nicht, um dann was den Terrorbird reinzulassen. Ja. Ich würde übrigens mal eine Forge bauen, ja? Ja, bitte. Ja, also der Plan ist heute auf jeden Fall, wir brauchen ein paar Tiere. Mhm. Ne? Das ist schon mal Plan A. Also vielleicht ein Morella-Tops wäre ziemlich cool. Plan A, na das hört sich ja schon super an. Ja, und Metall. Ich habe letztens schon mal hier oben, als ich Kaktus-Sap fahren war, einen Metallbrocken gefunden. Ich würde mal gucken, ob ich da noch mehr finde. Aha. Denn Metallwerkzeuge hätte was, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man glaubt gar nicht, wie unglaublich schlecht die Qualität der Steinwerkzeuge ist. Also gut, du ich meine. Du musst immer Reparaturzeugs mit haben. Ja, das kannst du bei Spitzhacken natürlich nicht, wenn sie aus Metall sind, klar, logisch, aber die halten auch länger. Aber ich muss sagen, die Qualität der Werkzeuge ist ohnehin schon schlecht und dann ist es noch mein Skill, der damit drin hängt, ne? Na, da wird es ja dann richtig unangenehm, ne? Auch hier oben ist auf jeden Fall irgendwie ziemlich sicher gerade. Hier rennt Morella-Tops mit der ganzen Familie rum. Ach, hallo, na, wer bist du denn? Ach Gott, bist du süß. Ein Baby. Baby Morella-Tops. Hallo, oh mein und wer Gott, bist ich will du gucken, denn? Ich will gucken, Mario hat schon wieder süße Dinge. Ja, guck doch mal. Ich komm vorbei. Hallo, oh, es hat ein Baby dabei. Wo ist es? Also ich bin vorhin ja auch rumgeeiert, da waren Morella-Tops mit zwei Babys, aber der war nicht hier oben, der war eher dort, wo der Raptor war. Wo bist denn du? Ah, du bist so weit schon. Hier sind die wichtigen Dinge. Die ja, noch, ja. Die ja. noch wichtigeren Dinge. Oh mein Gott, hier kreischt irgendwas, aber ich glaube, es war nichts Schlimmes. Ach, das Schäfchen. Ach, ein Dings, ein Pico-Massax hinter dir. Ach so. Wo ist er denn? Ach, 145, natürlich. Hey, der hat mein Fiber geklaut. Das war frech. Boah, da ist ja noch einer. Oh, nee. Kleinen Mistviecher. Warte mal, ich bohle den mal hier. Ja. Ach, ich brauche auch Bolas. Sehr gut daneben. Mann, ja, der ist kaputt. Okay, ich habe wieder Aim des Todes heute. Macht ja nichts. So, ich möchte mal ganz kurz abbauen, ja. Damit ich einfach ein bisschen Fleisch im Inventar habe. Was willst du mit Fleisch? Haben. Einfach haben. Wo ist denn der andere? Ach, den hast du betäubt? Ich habe gar nichts geklaut, ja. Nee, der hat einfach irgendwie was geklaut. Gut. Ja, wo rennt der denn hin? Okay, der rennt genauso gut rum wie ich. Hä? Hey, der ist gebolert. Das ist ja Hallo. Frech, da ist ja noch gesprungen. Und der ist auch wieder so richtig High-Level hier, ne? Hat der was geklaut? Sand? Alter, das war ja, mein Sand. Das ist, nee, das ist mein Sand. Das war frech jetzt. Ja, ne? Wow. So. Okay, ja, so, wir wollten eigentlich gerade hier das Schaf angucken. Hallo, ich Schaf. Ich muss Wasser trinken gehen gleich erst. Hier, hallo. Ja, Jungfrau, hallo. Kommen Sie her, kommen Sie mit. Hallo, Schaf. Oh, hey. Oh, hallo, Babyschaf. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Kommen Sie mal mit. Ja, ich bin ich ja hier schon in den Weg. Kakteen fest. Ja. Nicht gut. Oh, guck mal, die hier vorne. Ja, die geben Kaktus-Sap. Ja, die kannst du umboxen, dann kriegst du auch Wasser. Du kriegst direkt Wasser in deinen Schlund. In den Schlund, sozusagen Mund auf beim Abbauen und ja, dann geht's los, schön ja? Die ganzen Stacheln. Geil. Naja, ist halt Zahnstocher, ne? Und hier, die kann man ja wieder sammeln. Ah, aber da kommt nichts bei raus, da kommt nur Sand raus, schön. Ja, wie gesagt, Morella-Tops wäre ziemlich cool, weil ja. Die, also zum einen sind die halt Wasserspender, wobei wir das Problem mit dem Wasser jetzt nicht so dringend haben, weil wir ja direkt am Obelisken wohnen, da gibt es ja einen kleinen Tümpel unten drunter. Hm. Aber der Vorteil ist, sie können halt auch Felder bewässern. Das ist auch schon mal ganz gut. Und die können ja hervorragend Beeren farmen, was natürlich ziemlich geil wäre, damit wir mal ein bisschen vorankommen. Ja. Einfach so ein bisschen Narcoberries farmen oder so ein Kram. Ach, jetzt ist meine Axt kaputt. Für noch mehr Trank Darts. Was fehlt denn jetzt schon wieder hier? Natürlich fehlt Wut. So, ich wollte eigentlich nochmal runter zur Forge jetzt. Ich war nur so abgelenkt, weil hier irgendwas Süßes war, nämlich ein kleines Schäfchen. Ja. So, und dann. Oh. Moshops, hallo.
Och, noch ein Pegomastax. Nee, pfui, aus. Ja, hier oben habe ich letztens schon Pegomastax gefunden ohne Ende. Also die haben mir auch ständig irgendwie Zeug aus der Tasche geklaut. Weißt du, was er mir geklaut hat? Was denn? Kaktus-Sepp. Ah, das ist ja frech. Aber der hat auch Durst, würde ich behaupten. Ja, der Pech gehabt, der ist ja tot. Jetzt habe ich wieder 5, Durst. Natürlich. Was bist du denn hier? Wir brauchen irgendwie Kristall. 105er Dödi. Merk gerade, ich muss mir auf jeden Fall einen Speer bauen. Oh Gott, eine Hygiene. Oh je. Ich hoffe, die kommen nicht angerannt und bringen mich um. Mein Bogen ist kaputt. Oh, es knurrt hier rum. Uff. Was bist du denn? Oh, du bist ein Dödi. Denn mein... Das sind zwei Dödis, oh Gott, die fast ich bin gleich tot. Sind. Oh! Mann, ich wollte mir einen anderen Bogen auf die Leiste packen. Ging gerade nicht. Was ist denn das Problem? Ja, ein Insekt und ich habe halt keinen Speer und kein Nichts und keine Ausdauer. Ist gerade ein bisschen schwierig. Oh mein Gott, eine Schlange. Was macht die denn hier? Dann liege ich jetzt gleich. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich kann dir nicht helfen. Ja. Tut mir leid, aber. Wieso ist denn hier eine Ich hatte doch Bolas. Oh Gott. Du oh liegst Gott. Jetzt im Dreck? Ist ja geil. Oh Gott, ein Schlingeli hat an mir rumgeschlingelt. Ah ja, die macht mich jetzt kalt. Okay, sehr schön. Da haben wir es wieder. Es geht Was weiter, macht denn da eine Schlange? Ja, das weiß ich auch nicht. Was ist denn da nicht in Ordnung? Oh, ich bin auch aber fast tot, ne? Ich habe noch. Ach, der Raptor ist fertig. 28 Lebensmittel. Da bin ich ja gerade richtig gekommen. Na, siehste. Hallo, Raptor. Mal gucken, wie lange du lebst. Oh Gott, er hat auch nicht gerade die besten Werte, aber immerhin. Es ist ein Raptor. Pack ihn am besten irgendwo in eine Hütte. Oh, da ist ein Iguanodon mit 3 Babys. Oh mein Gott. Passt er hier rein? Ich weiß gar nicht. Der letzte. Oh Gott, da ist noch ein Raptor. Ich kann nur noch nicht sagen, welches Level. Der ist wieder dort, wo die anderen sind, also waren gerade. Ja, ich kann gerade nichts machen. Nee, ich auch nicht, ich bin halb tot. Aber ich muss, glaube ich, glaub, meine Global Illumination umschalten. Ich habe schon mal diese... Das, was sie angeblich gefixt haben. Ah, dass man so ein verschwommenes Dings hat. Nee, ja. Das hier. Dass alles wieder dunkel wird, ja. Eigentlich haben sie das angeblich gefixt, aber irgendwie haben sie es wohl doch nicht gefixt. Das kennt okay. man ja. Gut, dann stellen wir es wieder auf Medium hier. Das ist in Ordnung. Ah, perfekt. Ich stelle meine dann auch mal um, damit wir hier einfach die gleichen Settings haben. So, Photo Range. Komm mal mit hier, Raptor. Komm mal her. Los, hopp. Hopp. Ja, der passt nicht rein hier. Ist doch nicht dein Ernst. Nee, der passt hier nicht rein. Der braucht einen extra Stall. Der kriegt jetzt hier. Komm mal her. So, weil es noch nicht warm genug ist. Der wohnt jetzt hier im Haus. Ja, das ist ein Hausraptor. Wir hatten auch schon mal ein Haus-Terrorbird. Der gehörte allerdings nicht uns. Mhm. Man erinnert sich. Ich habe die Wand falsch gebaut. Ja, das mit dem Terrorbird, das war übrigens eine hervorragende Aktion. Die fand ich super. Ich fand die auch geil. Ja. Hat mir gefallen. Ich gehe mal mein Zeug holen. Ja, mach mal. Wie gesagt, wir haben jetzt... Ja, ich denke schon. Okay. Also wie gesagt, der Plan ist auf jeden Fall, heute noch Morena Tops irgendwie zu organisieren. Dafür brauchen wir aber erstmal noch ein paar Nacko. Pfeile. Ja, ich würde mich gleich ranmachen, hier Trank Darts herzustellen. Also beziehungsweise auch generell Trank, also Narcotics. Hier liegt ein toter Raptor. Warum liegt denn der da? Hä, ist der gerade gestorben? Ich habe keine Ahnung. Ich markiere den mal, kann man abbauen. Mhm. Ja, keine Ahnung, warum der liegt. Verrückt. Hat wahrscheinlich vielleicht gegen Dödi verloren oder so. Ja. So, 100 gehen ja noch nicht, aber egal. Ja, was wir auf jeden Fall schon festgestellt haben, das war, glaube ich, auch schon... Also wir hatten ja auch schon gestreamt von SE, vom Community-Server, dass die Wetter-Events aktuell noch wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr häufig sind. Also extrem häufig. Also überdurchschnittlich, es sollte so nicht sein. Und ja, am Anfang war es auch so, dass die Wettereffekte nicht alle eine tatsächliche Auswirkung hatten. Das wurde jetzt aber auch gefixt, soweit ich das verstanden habe. Dass jetzt also auch tatsächlich so ein Sandsturm die Ausdauer wegnimmt. Was denn? Die ist ein Wolf. Oh. Okay. Stirbst du wieder? Ja, vielleicht. Ich habe gerade auch... Aua. Vielleicht solltest du nicht alleine losgehen. Mario hat Spaß. Ich bring den mal mit. Ja, mach mal. Ja, also ich hoffe mal, dass wir sie mit Wetter-Events halt irgendwie mal fixen, weil das ist halt schon ziemlich... Oh mein Gott, das ist ja noch ein Säbelzahn. Oh, was ist hier? Ist alles hinter mir. Alles da. Warum ist der Level 1? Ist das nicht wieder so ein Anzeigefehler? Ich glaube, das ist ein Anzeigebug. Haben sie den nicht auch schon mal irgendwann gefixt? Ich weiß es nicht. Also irgendwie ist es eh noch ein bisschen buggy. Aber, also spielen geht natürlich trotzdem. Man muss einfach nur davon ausgehen, dass das, was man sieht, halt nicht so unbedingt stimmt.
Jo. Ich habe jetzt hier so ein, was habe ich denn? So ein bisschen Grissel bei der Grafik? Das wirkt ein bisschen. Ja, das ist im Haus aber normal. Ach so. Ja, gut. Egal, leben wir damit jetzt. Vielleicht liegt es auch noch an den Lebenspunkten. Wo bist du jetzt gestorben? Ja, ziemlich in der Nähe vom Haus. Aha. So, ich brauche ein paar Bolas. Es sind nur 30 Grad. Ja, krass, das wirkt ja halt sonst wie heftig. So, mein Todespunkt ist gleich in der Nähe, 100 Meter berghoch. Ja, okay. Also war auf jeden Fall ein Wolf und ein Säbelzahn und noch weiter oben eine Schlange. Okay. So, ich muss erstmal meinen alten Bogen reparieren. Hast du geguckt, was der Raptor für ein Level hat? Nee, ich kam ja überhaupt nicht dahin. Ich bin ja auch noch halb tot. Ich bin ja nur nicht draufgegangen. Hätte ich vielleicht machen sollen, dann hätte ich wenigstens volle Lebenspunkte. Aber tatsächlich konnte ich nicht gucken gehen, aber der ist wirklich weiter weggerannt. So Kristall wäre halt geil für ein Fernglas, ne? Ja, aber ich glaube, Kristall haben wir ja nicht in der Nähe. Also ich wüsste zumindest nicht, wo. Ja. Ich laufe mal hier nach oben. Mach mal. So, wieso kann ich im Wasser kein Wasser trinken jetzt? Wenn man Bogen in der Hand hat, kann man kein Wasser trinken. Nee, das sagt er immer irgendwie, geht nur mit leeren Händen. Aber ist ja auch klar. Ich meine, überleg doch mal, wenn du Wasser trinkst, du schöpfst es ja rein. Ja, einfach runter damit. Das ist da oben. Schon wieder ein Raptor. Warum habe ich denn ständig Raptoren hier am Start? Du könntest einfach mal warten und wir gehen zusammen los. Weil ja, dann komm doch mal her. Ja, aber ich habe noch kurz Dinge zu erledigen. Nee, dann warte ich nicht. Dann stirbst du wieder. Der ist Level 80. Ich habe schon wieder garstige Insekten hier. Was kämpft hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch irgendwas Kleines? Mein Gott, wie viel Lebenspunkte hat der denn? Okay. Ja. Ach, hier ist der Gallimimus wieder. Hallo. Ja, ich habe vergessen, mir noch ein Werkzeug mitzunehmen. So, Hatchet. Mein Zeug liegt nämlich noch oben. Okay. Und davon zwei. Ah, erstmal die zweite Forge noch hinbauen. Boah, meine Lebenspunkte, das ist halt hier auch wieder am Limit. Ja, gerade durch die häufigen Wetterevents ist es halt auch so, dass du halt, also du bist halt die meiste Zeit am Verglühen oder keine Ahnung, sonst was, du kommst halt nicht voran, weil zumindest haben sie jetzt durch die, durch den letzten Patch ja auch gefixt, dass die Wetterevents jetzt auch eine Auswirkung haben. Das war ja vorher nicht ganz so. Ja, das habe ich ja gesagt, dass die jetzt halt auch funktionieren. Ja, und das Problem ist, die hätten mal lieber fixen sollen, dass sie nicht so häufig sind, anstatt zu fixen, dass sie dann jetzt, wenn sie so häufig sind, auch noch scheiße sind. Ja. Das ist halt so, ja. Egal, was du machst. Wie du das machst. Oh, hallo, Kano. Ist falsch. Okay. Ich überlasse dich mal deinem Schicksal. Ja, das war mir wieder klar. Ja, aber ich muss ja halt noch Dinge tun. Ja. Was soll ich sagen? Warte doch auf mich. Oh, da ist ein Kano. Ja, mach mal alleine. Ja, danke. So viel zur Hilfe. Ich habe erstmal noch eine Forge gebaut. Ich kümmere mich ja gerade darum, dass hier überhaupt mal die Produktion startet. Ja, was willst du mit einer Forge und einem Metall? Hä, da ist doch Metall drin. Ja, nur weil ich das letztens geholt habe. Ich würde gerne noch mehr holen. Naja, machen wir ja gleich. Ja, wo denn? Die alleine sterben. Ja, dauernd. Ja, eben. Wenn mich hier keiner beschützt, das war der Deal. Ja, ich komme ja schon vorbei. Es sind hier zwei Dödis. Okay, die können mich beschützen. Irgendwo habe ich vor meine Tasche abgelegt. Ich habe versehentlich den Point gelöscht. Ich such dich mal nach. Den Point of No Return. Als die Schlange mich umgebracht hat. Die fiese kleine Schlange. Schlingeli. Ja, finde ich bestimmt noch wieder. Keine Ahnung. Ich komm dir jetzt entgegen. Was liegt denn hier? Ach, eine tote Schlange. Hallo. Ist er das? Hast du davon, Drecksschlange? So. Ich bin bewaffnet. Hast du dein Zeug jetzt? Nee, aber. Oh, Kano! Ja, hab ich doch gesagt. Ja, dass der hier direkt ist, wenn man da hochgeht, na, das ist ja aufregend. Hab ich doch gesagt. Ich war doch nicht hier. Hallo, Dödi. Ich habe ja gehört, dass es einen gibt. Hast du ihn jetzt gepult? Nee. Bin erfolgreich dran vorbeigelaufen. Na, hier oben ist irgendwo noch ein Wolf. Ich könnte ihn aber betäuben. Klar. Aber ich weiß nicht, welches Level er hat. Ja, betäube ihn halt einfach. Klingt nach einem Plan. Ja, aber schon. Weil Kanu haben ist besser als brauchen. Bin ich gespannt, wie du ihn betäuben möchtest. Na, mal gucken. Mann, ich komme nicht hoch. Ich bin einfach nicht klettertauglich hier.
So, sehe ich von hier oben irgendwas? Da vorne ist ein Wolf und ein Spawny Dragon. Oh je, ich versuche mein Glück. Und das hier unten für ein Ding. Was denn? Das hier ist eine Spezies. Hä, hey, der haut schon ab? Nee. Ach, Spezies Y-Pflanze. Oh Gott, aua. Oh nee, ich hänge hier an einer Agave fest. Ah. Na guck mal, der ist unter Level 90. Chris, easy, Chris, ihn weg. Aufregend. Ja, da war halt so die Agave. Was soll ich tun? Ich mogel mich mal hier lang. Hallo Wolf, kommst du vielleicht her? Oh Gott, er kommt. Achso, du machst gerade den Wolfi. Okay. 135, naja. Ja. Okay, da ist jetzt auch ein Skorpion in der Nähe von meiner Leiche. Oh Gott, irgendwas ist hier. Oh nein, Säbelzahn. Oh oh. Ach, das ist der, den ich vorhin verloren habe. Ja, schön. Ich wollte halt eigentlich meine Leiche. Aber hier ist immer diese fiese Agave, wo man einfach hängen bleibt. Bring sie halt einfach um. Ja. Ich zähme einfach alles, was mir jetzt hier unter die Finger kommt. Ist in Ordnung. Kannst du mit dem Kanu anfangen? Ja, der ist irgendwo weg. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Naja, wenn wir erst gleich ein bisschen Metall haben, haben wir auch vernünftig dann eine Armbrust, dann machen wir auf jeden Fall mehr Schaden. Und vor allem kriegt man auch mehr Metall aus diesen scheiß Brocken aus, weil mit einer Steinspitzhacke auf einen Metallbrocken zu hauen, ist halt so semi-geil. Ja. Jetzt schon wieder das kleine Säbelzahnbaby. Ich weiß nicht. Ach nee, das ist ein Hyänenbaby. Ah, aha. Das gute Hygienenbaby. Das gute Hygienenbaby. Ach, da kommt ein Erdrop runter. Schön. Bei uns? Hier, ein blauer. Oh, das ist aber schön. Ja, ich stehe auch direkt da. Aber was, da ist doch noch irgendwas. Wow. Ach, Skorpion. Können wir das mal lassen? Was ist denn hier los? So, ich... Ich glaube, ich habe mir... Oh shit. Was hast du? Oh, hier geht's nicht hoch. Nein. Also hier würde ich wirklich alles umbringen. Ja, und das ist schon ein easy Spot hier, ne? Ja. Ach man. Hat das denn jetzt schon wieder was? Das ist nicht, ach, du kleines Pissinsekt. Also ernsthaft, da nagt dir so eine Riesenameise am Fuß. Ja, man kennt's. Oh, Chitin. Bin doch hier irgendwo gestorben. Da hat die Schlange mich hingeboxt. Beim Runterspringen. Ich versuche mein Glück nochmal mit einem Skorpion. Weil irgendwie habe ich noch Kampfmusik. Und ich meine, die Tasche ist jetzt nicht so ultra wichtig. Die bleibt ja 3 Stunden liegen. Ja. Ist das nicht jeden Baby? Ja. Level? Aua, nein, Säbelzahn! Oh nee. Wo bist denn du gerade, Pima? Ach man, ich wollte auf den Stein rauf, aber der Säbelzahn, der schubst mich gerade übelst. Hast du Bolas mit? Ja, stimmt. Oh Gott. Das wird jetzt aber schwierig. Ich treffe die Taste und ich habe die so weit weggelegt. So. Oh, ich hab'n. Oh Gott. Ich bin schon wieder halbtot. Ich habe auch vielleicht, hier, da bin ich irgendwo, weiß nicht, 5 Lebenspunkte oder so. Ist wahrscheinlich gleich ganz rot. Da vorne ist auch schon wieder ein Kano. Also Kanos haben wir ja am laufenden Band, ne? Mhm. So, Airdrop machen wir ein bisschen hin, weil ich habe Termine. Oh, ich weiß nicht, ob ich den hier gerade noch treffe. Boah, da sind jetzt bestimmt Epics drin. Hoffentlich. Los. Oh, daneben, oh Gott. Was ist das denn? 16 Kartoffeln. Gibt's heute Kartoffelsuppe? Säbelzahn, bleib doch mal hier. Oh Gott. Uff! Oh nein, der hat sich aber, der legt sich bestimmt jetzt ab zum Betäubtsein. Och nee. Warum willst du? Hm.
Oh, da ist schon wieder ein Raptor. Ey, das ist ein garstiges Gebiet hier. Machst du denn? Was denn? Die Forge ist so weit weggebaut von der Wand. Das ist ja mein innerer... Die haben automatisch da gesnappt. Ja, das kann man deaktivieren. Ja, weiß ich doch. Oh, der Raptor so. Guckt schon wieder ganz fies hierher. Also dich hat aber gerade einen Säbelzahn umgebracht. Ja, aber da ist auch ein Raptor und wir haben jetzt Gewitter. Boah, Sandsturm, ich weiß noch nicht. Also ich habe zumindest gerade Gewitter gehört. Hä? Sturm kommt! Oh nee, Sandsturm kommt, ne? Boah, was ist das? Ich sehe halt keinen Sandsturm am Himmel. Nee, ich glaube, das ist einfach nur ganz normale, also eine MP-Sturm. Normales Wetterchen. Ja, das ist völlig entspannt. Bin auch völlig entspannt. Oh Mann. Ich hoffe, ich komme an meine Leiche, ohne dass der Raptor mich sieht. Der war nämlich irgendwo da. Okay. Hä? Ich sehe meine Tasche nicht. Ich sehe meinen Todespunkt, aber meine Tasche nicht. Das ist blöd, weil da war jetzt schon Oh mein Gott, dieser Säbelzahn und der Raptor. Alle? Was ist für ein Level? Level 65, du kannst weg. Zum Glück ist der Säbelzahn an mir vorbeigerannt. Ich glaube, der hat auch seinen Stolz. Wir sagen können, dass sie direkt vor der Tür sind. Ich glaube, ich habe das mehr oder weniger zum Ausdruck gebracht. Die Blitze sehen aber schon krass aus. Ja. Du hast jetzt deine Sachen nicht gefunden, ne? Nee, die liegen noch oben. Oh Mist. Ich habe vorhin versehentlich den Todespunkt gelöscht. Ach so. Ich habe hier ein Problem. Ich sehe meine Tasche nicht. Der Todespunkt ist hier. Ping mal bitte. Aber die Tasche ist nicht da. Ich wurde bestimmt irgendwo weggeschubst. Problem ist, da ist halt alles drin. So eine Sichel wäre halt geil. Ja, also wo war der Punkt genau? Ja. Und hier ist aber keine Tasche. Ich habe auch F gedrückt, damit ich irgendwie alles in der Umgebung aufhebe. Aber irgendwie ist die Tasche nicht da. Da war halt alles drin. Also wir können ja jetzt eine Sichel bauen. Wir haben ja Metall in der Base. Ja, dann würde ich das mal machen. Also, das ärgert mich jetzt hier sonst. Ich hol mal kurz. Machst du, ja? Okay, ich sammle hier so lange alles noch weg. Tasche. Ich meine, man kennt das ja auch schon, ne? Man kennt das ja grundsätzlich von Ark, dass auf einmal die Sachen ein bisschen woanders liegen, weil man irgendwie noch gebissen wurde oder so und der Todespunkt nicht ganz der Inventarpunkt ist. Aber das ist jetzt schon hier wieder komisch und in der Luft hängt nichts. Eine Smithy Bone. Ja, stimmt. Da war ja was. So. Ja, ansonsten, also, wenn sich das hier nicht findet, dann neue Bögen, neue Waffen, alles neu. Man hat's ja.